So, wir fahren jetzt mal zur Mutti. Die wohnt von mir ungefähr 25 Kilometer entfernt. Also in Aue, das ist im Erzgebirge. Und ja, jetzt können wir mal noch ein bisschen eine Kleinigkeit einkaufen, weil die Mutti braucht was zum Kaffee. Und da fahre ich eigentlich generell jeden Samstag und Sonntag hin, weil die Mutti ist ja auch alleine und ja, da besuche ich die immer und da freue ich mich und dann habe ich ein bisschen Ablenkung und wie gesagt, ansonsten war ja nur zu Hause Training und Essen und Schlafen und wieder Training und Essen und Schlafen und wie es halt in der Vorbereitung so ist. So, jetzt holen wir mal der Mutti was zum Kaffee. Ich gucke gern zu. Aber einen Kaffee trinke ich auch. Das mache ich immer gern, dass ich immer der Mutti was kaufe, was ich immer nicht essen kann. Und die muss das dann immer essen. Und dann freue ich mich, wenn ich dazu gucken kann. Und die hat dann immer keinen Appetit. Die sagt, oh, was will ich denn damit? Habe ich noch 750 Gramm und ja, was für morgen. Hallo Mutti. Ach, du bist das. Ach so. So, dann komm mal heim. Hallo, guten Tag. Ja, das ist schön. Du warst schon gleich fotografiert. Mutti, ich habe dir Brötchen mitgebracht. Ja, das ist schön. Das kannst du mal in den Kühlschrank tun. Kann ich gebrauchen, was ist denn das? Das ist kein Fleisch, das nehme ich wieder mit. Du musst bloß nicht im Auto lassen. Das ist auch die welche Schokolade. Ein Kuchen hier, ich weiß ja nicht, ob Kuchen da ist. Ich kann keinen essen, aber ich habe einen Kaffee. Ich habe hier ein paar Gaschkuchen. Und immer noch alles bleiben. Hoffentlich langt der aber. Was denn? Kaffee, aber wird genau 3 Tassen sein. Da habe ich das bei mir. Ich bin eigentlich so der Kaffeetrinker. Ich habe ja vorhin schon eine Tasse getrunken. Aber noch Diät, da kann man halt noch schon mal abgeben. Muss man richtig freuen, ne? Mhm. So, und hier bei mir auch ein bisschen. Ja, super. Hast du doch fein gekriegt. Das ist doch gut. Ja. Schön. Hast du ja gut gemacht. Fantastisch. So, ich habe auch was Leckeres. Der Witz an der ganzen Sache ist ja, in der Off-Season, da rührst du dieses Zeug nicht an. Und jetzt da bist du froh, wenn dir mal was zu knabbern lässt. Hat der Meister mitgemacht, ne? Wettkampf und so. Bis dann da, meinetwegen der Hans kam, 2003, ne, war das, Ronny?
Und da ging dann Profi los. Und da ging das immer aufwärts, immer schön, ne? Ja, ganz schön. Ich muss sagen, ja, das, wenn man da als Mutter, das kriegt man schon ein bisschen mit, ne? Also da freut man sich auch drüber, ne? Und natürlich ein bisschen mit aufmuntern, ne? Kann ich das mache ich schon. Ja, nicht Mut verlieren, nicht, ne? Ja, so. Naja, wie gesagt, es ist halt blöd, dass du halt nicht mit hinfahren kannst. Ja, schade, es steht nicht schon begleiten, wenn es ging, aber es geht ja nicht, ne? Ja, ja. Alles kann man auch nicht haben, aber ich hab das, merke das schon. Da, Ronny, da wird Jahr für Jahr hat er sich gesteigert, also sagenhaft. Man, also, man denkt sich, es muss mal Ende sein, geht aber nicht, ne? Wird immer besser. Ist der Höhepunkt nochmal, wenn du nach Amerika fährst, ne? Spanien, Amerika, ne? Das ist also der Höhepunkt. Der Sport ist hart, das kann nicht jeder durchhalten. Vor allen Dingen mit der Esserei und so. Also, da muss man ganz eisern sein und das ist er. Also, wie gesagt, nicht? Da muss man durchhalten. Darum gibt es einem zu viel. We'll be right back.
So, wir fahren jetzt mal zur Mutti. Die wohnt von mir ungefähr 25 Kilometer entfernt. Also in Aue, das ist im Erzgebirge. Und ja, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen eine Kleinigkeit einkaufen, weil die Mutti braucht was zum Kaffee. Und da fahre ich eigentlich generell jeden Samstag und Sonntag hin, weil die Mutti ist ja auch alleine und ja, da besuche ich die immer und da freue ich mich und dann habe ich ein bisschen Ablenkung und wie gesagt, ansonsten war ja nur zu Hause Training und Essen und Schlafen und wieder Training und Essen und Schlafen und wie es halt in der Vorbereitung so ist. So, jetzt holen wir mal der Mutti was zum Kaffee. Ich gucke gern zu. Aber einen Kaffee trinke ich auch. Das mache ich immer gern, dass ich immer der Mutti was kaufe, was ich immer nicht essen kann. Und die muss das dann immer essen. Und dann freue ich mich, wenn ich dazu gucken kann. Und die hat dann immer keinen Appetit. Die sagt, oh, was will ich denn damit? Zu Hause habe ich noch 750 Gramm und ja, was für morgen. Hallo Mutti. Ach, du bist das. Ach so. So, dann komm mal heim. Hallo, guten Tag. Ja, das ist schön. Du warst schon gleich fotografiert. Mutti, ich habe dir Brötchen mitgebracht. Ja, das ist schön. Das kannst du mal in den Kühlschrank tun. Kann ich gebrauchen, was ist das? Das ist kein Fleisch, das nehme ich wieder mit. Ich muss es bloß nicht im Auto lassen. Das ist auch die Welt Schokolade. Ein Kuchen hier, ich weiß ja nicht, ob Kuchen da ist. Ich kann keinen essen, aber ich habe einen Kaffee. Ich will Bagage kommen. Und immer noch alles schneiden. Hoffentlich langt der aber. Was denn? Kaffee, aber wird genau 3000 sein. Da habe ich das bei mir. Ich bin eigentlich so der Kaffeetrinker. Ich habe ja vorhin schon eine Tasse getrunken. Aber noch Diät, da kann man halt noch schon mal abgeben. Machen richtig voll, ne? Mhm. So, und hier bei mir auch ein bisschen. Ja, super. Hast du doch fein gekriegt. Das ist doch gut. Ja. Schön. Hast du ja gut gemacht. Fantastisch. So, ich habe auch was Leckeres. Der Witz an der ganzen Sache ist ja, in der Off-Season, da rührst du dieses Zeug nicht an. Und jetzt da bist du froh, wenn dir mal was zu knabbern ist. Hat der Meister mitgemacht, ne? Wettkampf und so. Bis dann da, meinetwegen der Hans kam, 2003, ne, war das, Ronny?
Und da ging dann Profi los. Und da ging das immer aufwärts, immer schön, ne? Ja, ganz schön. Ich sollte mal sagen, na ja, das, wenn man da als Mutter, das kriegt man schon ein bisschen mit, ne? Da, also, da freut man sich auch drüber, ne? Und natürlich ein bisschen mit aufmuntern, ne? Und ich, das mache ich schon. Ja, nicht Mut verlieren, nicht, ne? Ja, so. Naja, wie gesagt, es ist halt blöd, dass du halt nicht mit hinfahren kannst. Ja, ne? Schade, es steht nicht schon begleiten, wenn es ging, aber es geht ja nicht, ne? Ja, ja. Alles kann man auch nicht haben, aber ich hab das, merke das schon. Der Ronny, der wird Jahr für Jahr hat er sich gesteigert, also sagenhaft. Man, also, man denkt sich, es muss mal Ende sein, geht aber nicht, ne? Wird immer besser. Ist es der Höhepunkt nochmal, wenn du nach Amerika fährst, ne? Spanien, Amerika, ne? Das ist also der Höhepunkt. Der Sport ist hart, das kann nicht jeder durchhalten. Vor allen Dingen mit der Esserei und so. Also, da muss man ganz eisern sein und das ist er. Also, wie gesagt, nicht? Da muss man durchhalten. Darum gibt es einen zu viel.